Ganz herzlich willkommen zur 28. Woche. Unsagbar, wie das durchgerast ist durch diese Serien. Die Sandra strahlt immer noch genau gleich über beide Backen. Und dieses Freudgefühl, das hoffe ich, ist auch bei dir, wenn du schwanger bist, so da. Und lasst euch sonst ein bisschen motivieren und anstecken von der Sandra. Du hast eine Frage, die werden wir nachher beantworten. Oder was wäre das Thema? Es geht darum, dass man ja eigentlich erst in der 28. Woche oder 26. Schwangerschaftswoche sich langsam bemüht um Geburtsvorbereitungskurs. Jetzt ist es bei dir natürlich, wie man auch auf der Website sieht, ab der 10. Woche schon möglich. Und warum? Es ist so früh bei dir und normalerweise wird empfohlen, erst ab der 26. oder 28. Woche sich zu. Genau. Also in generell erstmal Ausschau zu halten. Ja, richtig. In unserer Kultur ist das in den Köpfen so drin. Ha? Genau. Und vorher ja, ist man schwanger und dann geht es plötzlich dann so gegen die 28. Woche. Dann denkt man, jetzt wäre es reif, auch mal sich um Geburtsvorbereitung zu kümmern. Und ich sage euch gerne, was ich davon halte. Es ist Quatsch. Und darüber möchte ich jetzt dann gerne reden. Aber bevor wir das machen, gehen wir nochmal auf die 27. Woche zurück, weil ich möchte etwas mitteilen, bevor wir hier dann über die 28. Woche reden und Geburtsvorbereitung, wann ist das gut und richtig. Die 27. Woche hat das Hauptthema gehabt, Schmerzen, Wahrnehmungen, Empfindungen. Da habe ich eine so Reaktionswelle erhalten von vielen Mails, Anfragen, Urs, aber kann das sein und stimmt das? Und wir haben aber so viele Testimonials gesehen, jetzt glauben wir das dann doch langsam, dass man aktiv Dinge gestalten kann, dass man viel, viel schmerzfreier, bei mir ist es sogar bis zu 98%, ich halte davon viel, dass 98% der Frauen die Schmerzen gar nicht haben müssten, die sie sich sonst antun. Und das ist auch wirklich so, wie ich es gesagt habe, gemeint, weil man produziert sie sich selber. Warum? Schau dir bitte Woche 27 an, wie produziert man das innerlich mit dem Fokus, mit der Aufmerksamkeit. Ich habe aber in dieser 27. Woche etwas vergessen, was ich hier unbedingt einbringen will, und das ist aus der Neurowissenschaft wiederum wissenschaftlich fundiert erforscht. Es gibt weltweit Forscher wie der Dr. Strassman, der hat das 1965 schon begonnen, der ist in diesem Bereich ziemlich führend, der hat erforscht, was passiert in der Zirbeldrüse, wenn wir in einen Trance-Zustand eintreten. Und er hat das erforscht, da wird das Hormon produziert, Dimethyltryptamin. Und darüber sollte man ganz kurz was sprechen, das ist ein Hormon, das wird im Körper dann ausgeschüttet, wenn man zum Beispiel laut atmet, wenn man einen Laut in die Atmung hineingibt. Und da musst du noch nichts gelernt haben von Hypnosetechniken, autogenem Training oder irgendeine Technik. Du solltest einfach nur richtig tief atmen und dabei einen Laut hineingeben und schon beginnt die Zirbeldrüse durch die Körperschwingung, das Dimethyltryptamin, DMT kurz zusammengefasst, auszuschütten. Und in diesem Hormonrausch, das ist ein bewusstseinsveränderndes Hormon, wirst du gebären wie auf einem anderen Planeten. Also du wirst die Wahrnehmungen der Empfindungen, der Kontraktionen gar nicht mehr, von selber gar nicht mehr so in den Vordergrund rücken, weil dein Bewusstsein jetzt alles in den Hintergrund rücken lässt. Das ist so elementar wichtig. Deshalb wollte ich es nochmal sagen, es braucht gar keine großartigen Techniken, die man einüben muss. Alleine schon bei uns im Training durch die 2-3 Atemtechniken, die wir üben, bekommst du dein Gehirn in einen solchen bewusstseinsverändernden, natürlichen Trance-Zustand, dass die Schmerzreduktion alleine dadurch schon so viel größer ist als bei üblichen Geburtsvorbereitungssystemen. Und dann haben wir dieses Wunderhormon Oxytocin, Sandra. Das hast ja du in diesen 7 Stunden beim Trainingstag miterlebt, ja. Immer wieder auch im Körper gefühlt, erlebt. Diese natürlichen Trance-Zustände, wie die in Sekundenschnelle, wenn man es eingeübt hat, auch wieder stattfinden. Und da wird ganz automatisch durch verschiedene Auslöse, die wir verknüpfen, im Gehirn Oxytocin erzeugt.
Die Produktion von Oxytocin, ja. Ganz kurz, kannst du vielleicht das Beispiel machen mit Pico Pico? Gerne mache ich jetzt dann gleich, das ist die Grundübung, um überhaupt in einen Oxytocin-Ausschüttungsmodus zu kommen. Aber wenn Oxytocin, das nennt man das Liebeshormon, im Körper sich befindet, dann hat man eine bis zu 200-fach schmerzfreiere Empfindung. Das muss man sich nochmal anhören. Und wenn dazu noch Endorphinausschüttung kommt oder Serotonin und andere neurobiochemischen Stoffe, dann ist das Schmerzverhalten, ich sage es jetzt ebenfalls nochmal so, in so einer großen Reduktion, dass du die Wahrnehmung nur noch am Rande spürst. Das nennt man dann fast schmerzfrei geboren. Und das kann man selber aktiv bewirken, diese Ausschüttung von Oxytocin, Endorphin, Serotonin und all die verschiedenen, vor allem dieses Dimethyltryptamin. Für das musst du aber laut und tief bauchatmen. Pico Pico, was die Sandra jetzt gewünscht hat, verknüpfen wir dann dazu. Logischerweise noch Düfte und innere Sprachmuster, Bilder und die ganze Palette von Auslösen. Sind ungefähr 30, sind Lächeln. ungefähr 30 Stück, ja. Und die Sandra grinst schon, weil du hast deine ungefähr 7, 8 Auslöser verknüpft und weißt jetzt, wie du in Sekundenschnelle dein Leben lang in diesen positiven Flow reinkommst. Genau. Und wenn du das jetzt übst in der Schwangerschaft und ins Geburtszimmer mitnimmst, dann kannst du das automatisch abrufen. Das ist das Unterbewusstsein. Das wollen wir in diesem ganzen Training aufbauen. Und eine Haupttechnik ist Pico Pico. So. Und Pico Pico heißt die Aufmerksamkeit Schädeldecke beim Einatmen. Das macht man idealerweise mit geschlossenen Augen und beim Ausatmen am Nabel oder an den Fußsohlen. Wenn du beide Füße am Boden hast, stellst du dir vor, du bist eine dicke, 100-jährige Eiche. Uralt, gefestigt, verwurzelt in Mutter Erde. Mach am besten gleich mit, dann hast du auch was davon. Und beim Einatmen stellst du dir einfach nur vor, dass deine Aufmerksamkeit spitze Kopf ist. Du kannst das aber auch gleich einüben, indem du dich berührst, weil dann hast du eine bessere Körperempfindung. Und die andere Hand legst du hin zum Nabel und dort wirst du ausatmen. Und das Prinzip, das dahinter steckt, heißt Energie folgt immer der Aufmerksamkeit. Und wir atmen jetzt ein, ungefähr 10 Mal mit einem Lächeln auf dem Gesicht, mit der Aufmerksamkeit spitze Kopf. Stell dir dort ein Licht vor. Beim Ausatmen mit einem Ja gehst du zum Nabel, zu dieser Sonne, die dort leuchtet, und atmest dahin aus. Einatmen, spitze Kopf. Komm, mach am besten selber mit, du wirst dadurch deine Energie erhöhen. Ausatmen am Nabel, stell dir dort ein leuchtendes Symbol vor, eine Sonne zum Beispiel, und atme wieder ein, spitze Kopf. Am besten lächelst du dazu, nimmst einen tiefen Atemzug, spürst deinen Körper in einer guten, tiefen Bauchatmung und schiebst nach unten mit einem Ja und lässt dabei los. Komm nochmal alle miteinander, wenn du hier dabei bist, einatmen, mach das nochmal 3, 4 Mal, spitze Kopf. Und jetzt gehst du zu den Fußsohlen, zur Mutter Erde und atmest dorthin und bist ganz verwurzelt und stark eingemittelt. Das machen wir nochmal. Spitze Kopf ein, mit einem Lächeln auf deinen Lippen. Ganzes tiefes Atmen geht nach unten zur Mutter Erde. Du atmest aus mit einem Ja. Und das machen wir ein letztes Mal. Spitze Kopf ein. Stell dir vor, du bist ganz einfach ein Fluss von Kopf bis Fuß zu den Füßen Mutter Erde, geht alles nach unten und dann atmest du aus, öffnest deine Augen und bist wieder ganz im Hier und Jetzt. Das war nur eine Grundübung. Dazu verknüpfen wir dann Duft, Partnerübung, Flüsterworte, innere Bilder. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Sandra. Ich weiß nicht, wie es derjenigen Frau geht, die jetzt hier vielleicht zuschaut oder als Papa. Ich habe eine Energieerhöhung. Definitiv. Ich habe eine Präsenz. Ich bin wacher. Durch ungefähr, weiß nicht wie viele, 5 bis 10 Atemzüge waren das jetzt, bin ich bewusster, klarer im Hier und Jetzt gelandet. Und in diesem Hier und Jetzt ist es dir nicht möglich, über Dinge nachzudenken, die kommen oder die vergangen sind. Und dann bist du hochpräsent, wie ein Seilkünstler über sein Seil läuft. Oder eine Akrobatin, das, was sie eingeübt habt, fokussiert auf die Bühne bringt, das bist du dann im Geburtszimmer. Und in diesem einen Atemzug geschehen einfach wundersame Geburten. So, das wollte ich noch, weil die Sandra mich eingeladen hat, Pico Pico, noch demonstrieren. Und das hat auch, komm gleich, Sandra, mit der Schmerzreduktion ganz viel zu tun.
In diesem Moment hast du jetzt auch Endorphinausschüttung produziert und weil du laut warst, dieses Dimethyltryptamin. Gerne. Sandra, was wolltest du noch fragen? Es ist auch elementar wichtig, dass man in den Bauch atmet. Es gibt ja ganz viele, die auch in die Brust atmen. Genau. Man möchte ja das zum Baby atmen. Immer runter, Bauchatmung. Das ist das, was das Hara in der Mitte, das Zentrum des Körpers zum Nabel hin und tiefer. Dann natürlich bei der Geburt gehen wir nicht in den Nabel, sondern noch tiefer. Das war jetzt nur, wir sind ja noch nicht im Geburtszimmer. Wir wollen ja eigentlich hier schon gebären, Sandra. Also waren wir am Nabel. Das zu Dimethyltryptamin, das zu, wie kann man mit Wahrnehmung, Schmerzen umgehen. Schau dir bitte 27. Woche an. Dort hast du ganz, ganz viele wunderbare Tipps, Herangehensweisen, um mit den Empfindungen besser umzugehen. So, jetzt gehen wir nochmal zurück zu deiner ursprünglichen Frage. Macht das Sinn, genau. 28. Schwangerschaftswoche? In unserer Kultur sagen wir, das genügt dann, dann sollte man langsam sich auf die Geburt vorbereiten. Was findest du? Also ich bin sehr dankbar, dass ich so früh begonnen habe. Mhm. Wann hast du begonnen? Wann warst du wirklich im Kurskonzept drin? Also in der 5. Woche fing es ja an, langsam, aber so wirklich drinne mit meinen Gedanken und Gefühlen, kann ich sagen, war ich wirklich so ab der 8. bis 10. Woche. Das ist toll. Siehst du, und ab 8., 10. Woche beginnen schon bei deinem kleinen Baby, haben wir auch schon irgendwo besprochen, glaube ich, in irgendeinem Video, beginnen schon die ersten Nerven, die dann am Schluss das Gehirn bilden, Gefühle aufzunehmen. Das ist unsagbar. In der 5. Woche schon, 8. Woche, 10. Woche, beginnt der Embryo schon zu fühlen. Und wenn die Mama da gut drauf ist, dann sind diese Nervenbahnen gut drauf. Und dann verknüpfen die sich gut. Und dann gibt es ein gutes Gehirn. Und dann gibt es ein selbstbewusstes Baby. Weil das Baby bekommt alles mit. Ja, toll, dass du so früh angefangen hast. Und darum, wir sind schon im Thema drin, plädiere ich darauf, wenn du schon weißt, ich bin schwanger, beginn so früh wie möglich. Wenn du jetzt aber hier sitzt und findest, oh, ich bin schon 36. Woche, dann beginn jetzt. Mhm. Weil du kannst es ja nicht mehr rückgängig machen, aber beginne. Und wenn du denkst, ja, 28. Woche und ich muss noch 100 verschiedene Dinge noch googeln und habe Arbeit und alles Mögliche, beginn. Weil du hast schon 28 Wochen hinter dir. Und diese 28 Wochen läufst du vielleicht mit Glaubensmustern rum, die im Geburtszimmer hochkommen und nicht wirklich förderlich sind. Also mach dich angstfrei, so schnell wie möglich. Geh an die Wurzeln deines Grundübels. Diese, wir haben es schon benannt, wie im Eisberg 95%, die unter der Oberfläche nicht sichtbar sind, im Unterbewusstsein einer Schwangeren herrschen immer irgendwelche Unsicherheitsfaktoren. Kommt das gut? Mulmige Gefühle, Zweifel, Befürchtungen, irgendwelche fremden Meinungen, das ist da. Aber wenn du findest, nö, nö, bei mir nicht. Das ist das Verdrängen wieder. Ja. Holen wir es hoch, schauen wir es an, transformieren wir es um und gehen frei und in Liebe und Freude ins Geburtszimmer mit so einem Vertrauen in einer inneren Sicherheit. Und logischerweise baust du das so früh wie möglich auf. Ich halte nichts davon. Das ist irgendwo in unserer Kultur mal eingebürgert worden. Beginn dann mal in der Woche 26, dich auch mal ein bisschen mit Geburtsvorbereitung zu beschäftigen. Die Geburt hat schon lange stattgefunden, Sandra. Und ab wann denkst du? In deinem Kopf, Entschuldigung, wenn ich dich nochmal unterbreche, in deinem Kopf, in deinem Herzen, in deiner Vorstellung hast du schon geboren. Alles, das ist Albert Einstein. Ich liebe diesen Menschen, der hat Zitate und das ist ein Mystiker gewesen. Albert Einstein hat gesagt, alles wird zweimal gestaltet. Alles wird zweimal gestaltet. Zum ersten Mal im Geiste und dann in der Realität. Alle Erfindungen wurden zuerst erdacht. Auch die Geburt erlebst du schon durch, bevor du dann im Geburtszimmer körperlich das erlebst. Also müssen wir schauen, dass wir in unserem Geiste die idealsten Vorstellungen haben, die idealsten Gefühle in uns erzeugen, damit das dann auch im Geburtszimmer, weil du es schon mal durcherlebt hast, Wirklichkeit werden darf. Dazu haben wir unsere Audioflow-Erlebnisse, die Meditation, Tiefenentspannung, das ist wunderbar. Ja. Jetzt wolltest du was fragen, ich habe dich unterbrochen, aber es ist wichtig. Irgendwann kommt die Geburt, aber eigentlich hast du schon lange geboren.
Und die Frau, die zuversichtlich, weißt du, die dann sagt nachher auf dem Podest, Olympiasiegerin geworden, die war das schon lange vorher. Und diejenige, die auf der Bühne dann stand, der Vorhang ging auf und sie hat in 2 Stunden das Spektakel, die ganze Publikumsmasse verzaubert mit ihrer Darstellung auf der Bühne. Und zu Hause sagt sie, das war wie im Rausch, das war mein schönstes Erlebnis, die hat das vorher schon durchlebt. Ich habe noch eine kleine Anekdote, entschuldige, wenn ich dich noch nicht zu Wort kommen lasse. Die Meister darin sind Schauspieler. Die gehen vor die Kamera und haben das schon durcherlebt. Da gibt es Schauspieler, die sind der Robert De Niro, von dem gibt es einen Film, weiß ich nicht mehr. Der hat einen ganzen Film lang einen Blinden gespielt. Der sieht aber. Der hat sich in diese Rolle hineingegeben. Du fühlst, der ist blind. Kannst du dir vorstellen, dass der sich da zuerst in diese Rolle hineinleben musste? Der wurde zu dieser Klar, Rolle. Und genau das ist diese Sache. Werde zu dieser Mama, die schon geboren hat, in Liebe, in Hingabe, im Loslassen. Du kannst das. Und wir erzeugen es zuerst im Innen. So, jetzt lasse ich dich nochmal an deine Frage, Sandra. Noch ganz kurz, der Übungstag, ab welche Woche empfiehlst du die Ideen? Weil eigentlich ist ja die Geburtsvorbereitung, wo sich die meisten auf den Weg machen, ab der 26. und 28. Woche, ja ein Wochenende bei den herkömmlichen Geburtsvorbereitungen. Genau, meistens ja. Genau, und ab welche Woche empfiehlst du Du den kommst so früh, Übungstag? wie du magst. Du kommst wiederum so früh, wie du magst, weil du lernst dann den Kontakt zu dir, zum Baby, zum Partner und der Partner zu dir so aufzubauen, dass ihr einfach in Liebe, in Harmonie, in einem Zusammengehörigkeitsgefühl, nenne ich das in meinem Konzept, durch die Schwangerschaft geht. Also ihr habt mit jedem Tag, den ihr das schon erlebt habt, mehr Werkzeuge, um euch in Liebe mehr zu bestärken. Und Mehr wenn ich Info. jetzt schon in der 36. bin, geht dann auch noch mal der Übungstag, auch wenn es so kurz vor der Geburt ist. Es funktioniert. Weißt du, wir haben so verschiedene Gehirnareale, wir haben Kurzzeit. Gedächtnis. Und manchmal ist es super gut, wenn du findest, okay, jetzt habe ich es heute gelernt und jetzt will ich es möglichst schnell umsetzen. Und wenn du diese ganzen 7 Stunden erlebt hast, dann fliegst du quasi, du möchtest gebären, du kennst das ja, So oder? ging es mir ja. Genau. Und jetzt gilt es nur noch, das Gefühl aufzubauen während der ganzen Schwangerschaft hindurch. Und wenn du jetzt denkst, ich bin 12. Woche, wie schaffe ich das dann die restlichen 28 noch, das hochzuhalten? Für das haben wir Phase 3. Du wirst von mir jeden Tag mit einer E-Mail, mit einer kleinen Übung drangehalten, dich zu erinnern, das in deinen Alltag einzupflegen. Also wenn du jetzt schon fortgeschritten wärst, ist es manchmal sehr, sehr gut, wenn du kurz vor der Geburt auch das, wenn du ja nicht mehr zurück kannst, das einübst und startklar bist. Du brennst drauf, weil du danach einfach weißt, ich kann das. Und ich kann es dir garantieren, wenn beim Kind und bei dir als Mama nichts Anatomisches vorliegt, und das liegt wirklich selten vor, bei maximal 1%, wenn überhaupt, das ist alles wissenschaftlich erforscht, wenn da nichts Anatomisches vorliegt, dann hast du die Möglichkeit, 99% so wunderbar zu gebären, wie das jahrtausendelang schon so viele Millionen Frauen vor dir auch konnten. Ich möchte dich darin bestärken, jede, die hier zuschaut. Die Sandra muss ich ja nicht mehr, die ist ja schon mittendrin in diesem ganzen Gefühl. Aber wer hier zuschaut, es gibt so wunderbare Werkzeuge, um dein Selbstvertrauen aufzubauen, dieses innere Gefühl von Sicherheit, ich kann das. Und Und wunderschöne Feedbacks. Wunderschöne Feedbacks, ja. Ich meine, das ist immer der beste Spiegel. Schaut euch einfach sanftegeburt.com an, geht auf Erfahrungsberichte und dort lasst euch entzücken, was möglich ist. Das war eigentlich genau das Schlusswort. Danke, Sandra, nochmal der Hinweis. Manchmal redet man viel zu viel, anstelle einfach nur ein Video anschauen, 2 Minuten, und dort drin sind 4 Schwangere und die erzählen, es war einfach mein schönstes Erlebnis. Vielleicht möchtest du das ja jetzt dann gleich tun und wir sehen uns wieder in der nächsten Woche. Alles Gute wünsche ich.